Die Schweinegrippe hat Deutschland erreicht. Das Robert-Koch-Institut bestätigt 3 erste Erkrankungen am neuen Grippevirus sowie weitere Verdachtsfälle. Die Erkrankten infizierten sich bei Reisen in Mexiko. 3 Betroffene. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Allerdings die Symptome einer Influenza sind zu diagnostizieren. Relativ hohes Fieber. Einer der Patienten hat eine Grunderkrankung, unabhängig von der Influenza, die hier auch zu bewerten wäre. Aber es sind keine Verläufe momentan, die lebensbedrohlich erscheinen. Für Gesundheitsministerin Ulla Schmidt gibt es noch keinen Grund zur Entwarnung. Nach bisherigem Kenntnisstand wirkten antivirale Mittel wie Tamiflu aber gegen den neuen Erreger. Würden sie binnen 48 Stunden nach Auftreten der Symptome genommen, könne die Krankheit besiegt werden. Wir machen derzeit eine Verordnung, die auf den Weg gebracht wird, mit denen die Ärzte verpflichtet werden, im Krankheitsfall oder im Fall von Krankheitsverdacht die Gesundheitsämter zu informieren. Es besteht eine Informationspflicht für die Labore, sobald das Virus nachgewiesen ist, dieses zu melden. Aber wir glauben, dass in der jetzigen Situation es auch wichtig ist, dass jeder Verdachtsfall, ein begründeter Verdachtsfall, gemeldet wird. Bei einem Krisentreffen der EU-Gesundheitsminister soll über weitere Schritte im internationalen Kampf gegen die Schweinegrippe beraten werden. Es sollen dort Schlussfolgerungen gezogen werden. Noch einmal zu der Frage, wie findet der schnelle Informationsaustausch auf der EU-Ebene statt? Menschen mit Symptomen und nachgewiesenen Erkrankungen sollen zudem EU-einheitlich versorgt werden. Und die Minister wollen über eine Richtlinie zum Einsatz der Grippemittel beraten.